So, jetzt habe ich Ulf Schnakenberg, die Stimme des Rennens, the voice of race, vor der Kamera. Du bist nicht 30 Jahre alt geworden, du hast 30-jähriges Bestehen als the voice of race. Dazu möchte ich dir erstmal recht herzlich gratulieren. Dankeschön. Und hast du jetzt vielleicht schon mal ein bisschen feiern können? Ja, gefeiert eigentlich noch gar nicht. Momentan ist eigentlich jedes Wochenende Rennen, entweder Traktorpulling, Stocker oder irgendeine andere Großveranstaltung. Viel unterwegs, aber ich denke mal, so im Laufe des Jahres kommt das. Hier für Grimm ist halt Premiere, 30 Jahre Grimm. Hier habe ich vor 30 Jahren das erste Mal moderiert. Hier fing quasi alles an und das ist halt mega. Ne? Also von daher, schöner Tag, schöner Abend, alles gut. Hast du besondere Erinnerungen, wo vielleicht mal was geschehen ist, was nachher letztendlich, wo man drüber lacht? Ja, besondere Erinnerungen gibt es viele. Ne? Die Menschen prägen den Hexenkessel. Ich habe hier so viele Generationen mittlerweile kennengelernt. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte Stocker-Generation, die gerade fährt, die ich ansage. Ja, da lernt man so viele Leute kommen und gehen und kennen. Und was sicherlich interessant war, hier mal aus dem Hubschrauber den Hexenkessel von oben zu moderieren. Das war schon was Besonderes. Oder auch mal ein Stocker-Auto zu fahren, was ich in den Laufe der Jahre ja auch mal gemacht habe. Ja. Also es gab viele schöne Momente, aber am Ende sind es die Menschen und die Teams, die das auszeichnen. Das muss man sagen. Ja. Und nun habe ich gerade von Heike Hübner erfahren, dass du doch mehr oder weniger ausschlaggebend diese Traktorpulling-Aktionen organisierst. Ne? Kannst du da mal ein paar Anekdoten sozusagen mal nennen oder was an Arbeit da drin auch steckt? Ja, an Arbeit, das kann man glaube ich gar nicht aufwiegen. Das sind unzählige Telefonate, das sind unzählige Gespräche mit den Teams in ganz Europa. Mhm. Das kann man in Stunden nicht aufwiegen. Das ist halt auch eine Emotionsgeschichte oder wenn man Spaß dran hat. Hintergrund ist eigentlich, mein Vater ist ja 92 hier in Grimm gestartet mit Traktorpulling und mit Reinhard Basel zusammen und ich mache es jetzt mit Robert zusammen und der Stockerlegion und unterstütze sie da, wo ich kann, versuche die Verbindung zu den Teams herzustellen, versuche die Top-Teams einzuladen, hierher zu bekommen und das, das geht über das ganze Jahr. Das fängt quasi nach dem Rennen schon wieder an mit dem nächsten Jahr. Ja, ich wollte auch gerade fragen, du bist ja auch sehr viel unterwegs, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, auch immer mit Traktorpulling oder auch Stocker? Nee, also Stocker ist wirklich nur rein Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Traktorpulling in ganz Europa. Ich war letztes Wochenende in Holland, in Made bei der größten Veranstaltung Europas. Mhm. Ich war vor Himmelfahrtstag auch schon mal am Herrentag in Holland. Ich bin dieses Jahr noch in Österreich, in der Schweiz noch. Also da steht noch einiges auf dem Programm. Da kommt man rum. Ja, auf jeden Fall. Und ja klar, es sind natürlich auch viele Wochenenden, aber das macht natürlich auch den Kontakt aus, den Reiz, den Spaß. Und dadurch können wir halt für Grimm hier auch immer viele, viele Top-Traktoren und Top-Teams motivieren, dass sie herkommen. Ne? Und eine Frage noch, ist das hier eine Art Meisterschaft? Genau, das ist deutsche Meisterschaft in allen Klassen, bis auf die Two-Wheel-Drives, der Sledgehammer und der Predator, die fahren rein zur Show. Alle anderen sind Meisterschaftsläufe, bei allen anderen geht es um Wertungspunkte für das Ziel deutsche Meisterschaft. Gut, ich glaube, das könnte es ruhig gewesen sein. Ich bedanke mich für das kleine Interview und vielleicht ist heute Abend ja noch ein bisschen Zeit und Platz zum Feiern. Immer wieder. Also ja, das denke ich, wenn das nachher hier vorbei ist, dann gibt es bestimmt das kleine Bierchen und dann gucken wir mal, was der morgige Tag bringt. Dankeschön. Gut, danke.